Und ich kann besser aus der Kurve rausbeschauen. Ich kann nicht viel überholen. Nein, ich bin zu Gute Frage, Leute. Vom Lausitzring. Schönen Kaffee habe ich noch am Start, während Yves schon hier vorne im Auto sitzt, denn es ist Qualifying-Zeit. Das ist das Fahrzeug, ja, von Teichmann Racing, der Supra, über den wir gesprochen haben, von Felix von der Laden und Yves Wolte, der hier am Abschlepphaken hängt. Keilriemen gerissen. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Keilriemen gerissen. Das hatten wir das letzte Mal bei der Hot Rod Tour. Felix, raus! Ja, ja, raus! Hey, dann passiert was und er ist dann auch noch mitten auf der Autobahn. Wow, das hätte ich wirklich nicht erwartet, Leute. Aber wirklich genau das gleiche Teil wie bei der Hot Rod Tour. Ja. Oh, das ist der Riemen. Das ist der Keilriemen hier, der einfach durchgerissen ist. Übertragung vom Motor im Endeffekt auf die Antriebsachse, hier auf die Räder, passiert halt über diesen Riemen. Und wenn die reißt, läuft der Motor zwar noch, aber keine Kraft kommt auf den Räder. Eine relative Routine-Reparatur für uns beim Hot Rod damals. Über die holländische Polizei. Wir kurz vorbei, hatten am Rechten geschaut an der Autobahn, wir durften mal weiter reparieren. Und alles war eigentlich in Ordnung, ja? An der Rennstrecke aber war es ein größeres Problem, denn da sollte so ein Keilriemen nicht einfach reißen und wir mussten jetzt erstmal das Problem finden, also warum das Ganze passiert ist und ob das vielleicht unser ganzes Wochenende gefährdet. Ach, Mensch. Ja, ich denke mal. Also es kam erst die Warnung, dass mein Lüfter vom Kühler ausgegangen ist und dann war Motor zu heiß und dann ist vorne über die Windschutzscheibe heiß Kühlwasser hochgekommen, weil gerade die Outlet gemacht, ne? Ich habe nicht meine Runde gekriegt. So ein kleines, einfaches Teil, genau wie bei unseren Hot Rods. Ticken größer vielleicht, aber an sich das gleiche. Stellt euch vielleicht fast schon ein bisschen vor wie eine Fahrradkette, ja? Die reißt. Kann verschiedene Gründe haben, aber das Ding hier hat für einen Ausfall gesorgt. So ärgerlich. Jetzt müssen wir halt rausfinden, wir können den natürlich ersetzen, dann läuft es erstmal wieder, aber wir müssen wissen, warum das gerissen ist, damit es halt nicht nochmal passiert in unserem Rennen nachher. Ja. Eine Chance. Ich wundere mich schon, was es sein soll. Ja, was denkst du, ist es? Oh. Oh, das ist ein bisschen doof gelaufen. Ja, schon mal, das hast du richtig erkannt. Das ist unser Keilriemen gewesen. Oh, das tut mir leid. So, egal, Leute, jetzt hier nach vorne gucken. Also, Auto zurück in die Box schieben und dort haben unsere Mechaniker dann schnell das Problem gefunden. Der Klimakompressor ist kaputt gegangen. Davon hat sich ein Teil gelöst und ist in den Keilriemen geflogen, weswegen der gerissen ist. Kettenreaktion also. Neuer Keilriemen war schnell drin, aber das eigentliche Problem, wir brauchten jetzt auch einen neuen Klimakompressor, weil der im Super GT4 auch die Ladeluft für den Motor vorkühlt. Nur, weil der eigentlich nie kaputt geht, hatten wir auch kein Ersatzteil dafür dabei. Wir haben dann sogar bei Straßenautos auf dem Parkplatz geschaut, ob wir einen Klimakompressor ausbauen können, aber nichts war passend genug leider. Und wir haben es echt versucht, aber auch gegen Geld ließ sich keine der Autowerkstätten im Umkreis dazu motivieren, ausnahmsweise am Samstag für uns eine Extraschicht einzulegen. Also war der ganze Samstag mit GT60 Rennen und Sprintquali verloren. Unsere Rettung war dann aber mein 24-Stunden-Teamkollege Georg Griesemann, der einfach gesagt hat, klar, ich setze mich jetzt an meinem freien Wochenende 8 Stunden ins Auto und bringe euch das Ersatzteil aus Köln zum Lausitzring. Riesendankeschön an dich, Georg, denn so war für den Sonntag alles wieder fertig und ich konnte wenigstens mein Sprintrennen starten. Erzählt es, jetzt geht's für mich endlich an diesem Wochenende wieder ins Auto. 15 Minuten Training hatte ich Freitag, ansonsten noch gar nichts. Mein Quali konnte ich ja auch nicht fahren, das heißt, wir starten jetzt von der allerletzten Position. Ganz hinten, das wird aber ein Spaß, können wir bis nach vorne fahren hoffentlich. Also hoffentlich, wir müssen. Die Frage ist, wie weit wir schaffen in 30 Minuten. Auto wurde nochmal umgebaut, weil setupmäßig war mein Freitag auch noch nicht zufrieden. Ich gehe jetzt wirklich blind in dieses Auto rein, aber das heißt, ich kann einfach nur das Beste draus machen. Let's go. Ja, hier sitze ich jetzt, Leute. Letzte Startreihe. Ich habe sogar die Reihe für mich alleine. Niemand steht neben mir. Ich bin der Allerletzte. Und ja, es ist ein sehr, sehr heißer Tag. Die Sonne brennt. Das heißt, es wird hier alles einmal abgedeckt, damit es hier nicht schon vorm Rennen zu heiß drin wird. Ansonsten heißt es für mich jetzt einfach Spaß haben, ne? Na, hinten geht's nicht. Geht nur nach vorne. Genau so sieht's aus, Leute. Also, von dieser allerletzten Startposition geht es jetzt für mich rein ins Rennen. Reifen warm machen und dann gleich einfach volle Action nach vorne. Aber natürlich auch nichts kaputt machen. Ja, bringt auch nichts, wenn ich in der ersten Kurve crashe mit zu viel Risiko und dann alles hier komplett umsonst ist. Ja, wir wollen ja irgendwas an diesem Wochenende erreichen. Also jetzt, aufgepasst. Das hier ist der Start. Gleichbleibender Abstand zum Vordermann im richtigen Moment. Jetzt hier Vollgas, wenn die Ampel auf grün geht und das habe ich ganz gut erwischt. Also, bisschen schneller auf jeden Fall als mein Vordermann hier. Was können wir machen? Wir gehen nach links vorne, aber ihr seht, vor uns ist ein bisschen Lücke aufgerissen. Da kann man jetzt hier so ein bisschen vielleicht reinbremsen. Uiuiui! Rechts. Uiuiui, das war knapp. Da ist fast direkt ein Unfall passiert. Da hat sich jemand aber ziemlich verschätzt auf jeden Fall beim Bremsen und geht direkt in den nächsten Kampf mit dem Audi und dreht den auch noch. Was ist da denn vor mir los? Und jetzt muss ich ausweichen, das ist ganz knapp. Alter Schwede.
Das wäre es fast gewesen. Ganz knapp konnte ich ja Gott sei Dank noch ausweichen. Also man hat vorher gesehen, da wird gleich was passieren, aber du kannst dich ja trotzdem nicht drauf vorbereiten, ne? Du kannst ja nicht einfach anhalten, also Glück gehabt, aber ich bin damit praktisch schon fast wieder Letzter. Also alles, was ich gerade so ein bisschen gewonnen habe beim Start, habe ich wieder verloren, bis natürlich auf die Position von demjenigen, der sich da gedreht hat. Also jetzt heißt es hier wieder weiter, komm, den Audi, der gerade in den Crash wurde, zieht hier auch einfach rein. Uiuiuiui. Ah, super. Also du willst hier, ich will ja nicht mein Auto kaputt machen, aber ich muss ein bisschen Risiko eingehen, aber ich will nicht zu viel Risiko eingehen. Und jetzt zieht sich schon die Lücke nach vorne auf. Ja, ich will ja möglichst weit nach vorne. Also jetzt hier raus beschleunigen, aber ich hab nicht. Ah, komm, jetzt drängt er mich hier rechts raus. Was ist da denn los in der allerersten Runde hier im Kampf um die fast letzte Position? Aber wir haben zumindest, wir haben diese Position bekommen. Und weiter geht's jetzt hier. Wir sind immer noch in der ersten Runde. Wir haben einen M4 GT4 von BMW vor uns. Gucken mal nach links. Ah, was geht da ab? Das ist ein anderer Audi. Ein bisschen langsam. Wir fahren einfach mal an beiden vorbei außenrum. So muss es gehen. Perfekt. Also, bisschen Position gut gemacht. Und jetzt haben wir hier einen schwarzen Audi R GT4 von Vivien Schöllhorn. Haben wir vor uns. Und ich muss ein bisschen hier beim Rausbeschleunigen. Sind die Reifen vielleicht noch nicht perfekt auf Temperatur oder vielleicht nicht ganz richtige Linie? Weil, naja, das ist auch gerade das allererste Mal, dass ich diese Kurven hier alle im Renntempo gefahren bin. Das allererste Mal. Ich weiß ja gar nicht mit dem Setup, wie das Auto anfühlt, wie es sich im Rennen anfühlt. Ich bin ja nur am Freitag gefahren und auch nie mit ganz frischen Reifen. Also, naja, jetzt hier beim Bremsei. Habe ich fast ein bisschen den Bremspunkt hier erstmal verpasst. Also, weil auch der Bremspunkt für mich halt neu ist. Ich dachte, ich habe genauso gebremst wie am Freitag. Habe ich gerade irgendwas, eine komische Bodenwelle oder irgendwas erwischt? Ich weiß es nicht. Ja, aber ich muss mich jetzt hier sozusagen im Rennen dran gewöhnen, Renntempo zu fahren und möglichst viel gut zu machen. Ja, die Vivien Schöllhorn immer noch vor mir und davor ein KTM GTX, der bunte. Also, jetzt hier erstmal gucken, dass wir hier nicht den Anschluss verlieren, weil immer auf den Geraden verliere ich, ne? Immer beim Rausbeschleunigen. Ihr seht hier auf der Bremse, ich komme ganz gut ran. Hab eigentlich auch keine schlechte Linie, leicht übersteuern, ein bisschen korrigieren, über die Wellen rübergesprungen. Das war nicht die perfekte Linienführung hier, aber da muss ich mich jetzt wieder rantasten. Und jetzt gerade hier in der Kurve seht ihr ja, kann ich früher auf jeden Fall aufs Gas gehen, bessere Linie wählen, komm schön nah dran an den Audi von der Vivien, aber auf der Geraden nix. Also, selbst im Windschatten komme ich nicht ran. Jetzt aber auf der Bremse. Versuchen wir es mal. Außenrum. Können wir außenrum machen? Jawohl. Komm, wir sind schon neben ihr. Jetzt Vollgas rausbeschleunigen. Aber sie drängt uns ins... Ja, sie hätte uns ins Kies gedrängt. Also wir mussten zurückziehen. Das wäre sonst nicht gut gegangen. Und uns erstmal wieder weiter hinten einordnen. Also, dieser Überholversuch hat nicht geklappt. Wir sind erstmal wieder hinten und können jetzt wieder an die Stelle. Jetzt aber doch besser herausbeschleunigen. Ganz wichtig jetzt hier. Auf die lange Gerade. Also, ohne durchdrehende Räder, ohne irgendwie übersteuern, kommen wir gut raus. Aber trotzdem keine Chance. Keine Chance. Also, der Audi fährt uns einfach weg. Hat deutlich mehr Power als wir in diesem Fall. Und ich frage mich zu dem Timing im Auto auch, ist alles richtig hier? Also, das kann jetzt irgendwie nicht sein, dass ich so sehr abfalle. Ich bremse so wie auch in der Runde vorher. Und im Trainingrunde, das war viel zu spät. Das, also, vielleicht nicht viel zu spät, aber 10, 15 Meter zu spät, das kann, also, in dem Moment dachte ich wirklich, habe ich mir jetzt gerade richtig verschätzt. Oder ist die Bremse irgendwie anders, als sie am Freitag für mich war? Also wir haben auf jeden Fall andere Belege drauf gehabt, aber ich hatte halt keine Chance, irgendwie einzuschießen. Kein Qualifying und in der Warm-Up-Runde ins Grid rein oder auch auf der Formationsrunde vor dem fliegenden Start, da fährst du ja nicht Vollgas. Also ich musste mich jetzt hier im Rennen irgendwie einschießen und diese erste Kurve habe ich jetzt gemerkt, ja, da musst du auf jeden Fall mal ein bisschen später bremsen. Woran genau es lag, ist, ja, im Endeffekt kannst du immer früher bremsen, aber so gefühlt war für mich das der gleiche Bremspunkt wie auch in den Rennen am Freitag. Naja, egal, war auf jeden Fall nicht gut genug, Gott sei Dank nichts passiert beim Vorbeischießen, da konnte noch rechtzeitig ausweichen, aber das heißt für mich auch, ich habe ein bisschen jetzt Vertrauensprobleme auf der Bremse, so, ne, und bremse hier vielleicht auch einen Ticken zu früh, kann mich trotzdem, komm eigentlich ganz gut ran an Audi, jetzt lasse ich mich selber mal nicht rausdrängen, sondern denke mir, okay, ich mache das Ganze anders, erst links, dann hier rechts rein, ich muss leicht vom Gas, um nicht hinten den Audi anzuschieben und das reicht nicht ganz, um daneben zu sein, die Tür wird auch komplett zugemacht von Vivien Schöllhorn, also auch keine Chance, erstmal reinzugehen und jetzt wieder das Gleiche, wir fahren wieder raus, auf die Startzielgerade. Ich beschleunige gut raus, ohne Probleme, bin am Anfang dran und dann fährt der Audi einfach weg. Was ist los? Also, eigentlich ist unser Toyota halt auch von der BOP eins der Autos, die auf der Geraden eher stärker sind und jetzt vielleicht nicht ganz so stark in diesen langsamen Kurven, aber also irgendwas war hier richtig merkwürdig. Naja, also, was sollen wir machen hier? Jetzt besser gebremst auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich es gelernt. So muss man den Körper am Anfang nehmen, das ist richtig. Und dann hier in den ersten Sektor rein von diesen langsamen Kurven. Und in den langsamen Kurven, obwohl ich da einen kleinen Fahrfehler drin hatte gerade, komme ich richtig gut und schnell an den Audi ran. Also es war wirklich... Naja, auf jeden Fall ist keine... Also, ich fahre in den ersten Sektor super, aber komme ich halt auf die Gerade, da wo es darum geht, wo man überholen könnte jetzt hier, ja? Ich komme nicht ran.
obwohl ich besser auskomme, bin aus der Kurve, keine Chance. Auf der Bremse könnte ich es vielleicht ein bisschen besser noch versuchen, aber da habe ich halt so ein bisschen jetzt meine Vertrauensprobleme ein bisschen übersteuern, zu viel gewollt und mich irgendwie, also ich versuche mich gerade irgendwie anders zu platzieren, weil ich ja merke, ich verliere gerade Zeit ohne Ende. Ja, komm, hier wieder besser ausbesteuern, ich bin schon am Heck dran und jetzt, wenn vorne der Audi auch auf Vollgas geht, habe ich keine Chance mehr. Ja? Ich bin wirklich Stoßstange und der zieht den Windschatten weg von mir. Das kann doch nicht sein. Egal, versuchen wir es wieder hier außen rum, aber nicht rausdrängen lassen, sondern ne, wir gehen jetzt ganz nach links, versuchen halt vorzubereiten das Überholmanöver, um erst in zwei weiteren Kurven, also hier auch noch nicht, sondern jetzt daneben zu sein, aber keine Chance. Also trotz Vollgas ist er einfach zu weit weg. Sie verbremst sich ein bisschen, geht ein bisschen tief. Wir nehmen die bessere Linie und jetzt die allerletzte Kurve vor der Startzielgerade. Wieder gut genommen, kein Übersteuern. Eigentlich sollte das jetzt gut ausgehen, aber nein. Fährt wieder weg. Es war so unglaublich frustrierend. Ich bin jetzt gerade auch am Funk, ja, oben links seht ihr den Knopf am Lenker. Ich sag, irgendwas passt hier nicht, Leute, ja. Die Bremse fühlt sich komisch an, irgendwie beschleunige ich nicht richtig. Ich bin eigentlich nicht der Typ Fahrer, der die ganze Zeit dem Ingenieur da im Ohr liegt und sagt, das und das funktioniert nicht. Aber irgendwie in diesem Rennen, es war sehr frustrierend, es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Und wenn du halt nicht eins mit dem Auto bist, dann kannst du als Rennfahrer schon so viel verloren. Also dann kannst du halt nicht mehr am Limit fahren. Und ja, wir haben jetzt hier einige Positionen gut gemacht seit dem Start. Aber in der ersten Runde sind da ganz gut durchgekommen. Aber hier, ich beiß mir die Zähne aus an den Vivian Schildern. Also in Hockenheim waren wir noch deutlich weiter vorne als sie. Da sind wir auch gegeneinander gefahren, aber da hatten wir, glaube ich, gar kein direktes Duell. Da waren wir deutlich weiter vorne. Und hier, ich komme nicht vorbei. Ja, ihr seht, ich komme manchmal immer wieder schön nah dran. Auch jetzt hier in dieser langen 180-Grad-Kurve im Mittelsektor. Bessere Linie gewählt, Vollgas und ich berühre sie sogar. Ich fahre hier in der Kurve hinten rauf. Sorry, dafür habe ich mich auch direkt nach dem Rennen kurz entschuldigt bei ihr dafür. War natürlich nicht gewollt, aber ihr seht, wie viel mehr Speed ich sozusagen beim Rausbeschleunigen habe. Und dann trotzdem habe ich keine Chance, auf der Geraden an sie ranzukommen, obwohl ich viel besser rausgekommen bin. Und das war jetzt in so vielen Runden. Jetzt bin ich schon fast wieder hier hinten raufgefahren. Dann muss ich extra vom Gas gehen. Wieder hier links ran, jetzt rechts. Es bringt nichts. Ich kann doch nicht sein, Leute. Das ist Vollgas. Ja, und sie verbremst sich wieder ein bisschen. Wir gehen schön innen rein, sind also wieder nah dran. Aber ich weiß schon, bringt alles nichts. Ja, ich nehme jetzt nochmal eine ganz andere Linie. Ich versuche so, okay, irgendwas mache ich falsch. Vielleicht muss ich eine ganz andere Linie wählen. Also versuche ich so ein bisschen die Linie zu verändern. Aber egal, gefühlt, wie ich fahre, es funktioniert nicht. Jedes Mal hier auf der langen Startzielgeraden hier mit dem Anfang des Ovals auf dem Lausitzring fährt. Ihr schaut euch das an, was für ein Abstand hier einfach nur rausgefahren wird. Wie als ob ich mit angezogener Handbremse fahren würde. Oh nein, keine Sorge, es gibt keine angezogene Handbremse hier. Ja, das war nicht der Fall. Aber so fühlt sich's an. Und dann erster Sektor, was nicht mal die Stärke von unserem Auto eigentlich ist, bin ich direkt wieder hinten dran an der Stoßstange. Also daran seht ihr, glaube ich, auch ich weiß es nicht, aber jetzt sehen wir erstmal links neben hier. Jetzt endlich kommen wir vorbei, vielleicht nein, die Tür wird komplett zugemacht, aber wir setzen uns trotzdem irgendwie nebenan, fighten mit dem Auto, um es irgendwie zu schaffen. Ist das vielleicht die einzige Chance jetzt hier? Natürlich, wir haben ein bisschen weniger Power wieder auf der Geraden und beim Anbremsen, ach komm, wir sind ganz, ganz innen links und wir versuchen's. Aber also da mussten wir die Kurve ein bisschen zu eng nehmen, haben deswegen ein bisschen weniger Speed, sind wieder jetzt außen, aber das ist unsere Kurve, ja? Hier können wir noch besser raus beschleunigen, also ein bisschen jetzt anders die Linie gewählt, um nicht hinten reinzufahren, sondern einfach früh auf dem Vollgas zu bleiben, aber nein, auch diese Taktik hilft nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es im Auto gehört habt. Ich habe richtig so, oh Mann. Ich war so was von frustriert. Und das Ganze hat sich hier, ne, es gab einen kleinen Zeitsprung gerade, hat sich immer weiter so weitergezogen. Ne? Jetzt versuche ich es hier irgendwie mit dieser Linie. Weil ich ja weiß, ey, hier ist somit die Stelle neben dem ersten Sektor, wo ich am allermeisten Vorteil habe. Seht ihr, wie viel mehr Speed ich hier raus habe? Aber sobald vorne der Audi auch auf Vollgas geht, fährt er mir einfach weg. Er fährt einfach weg. Also, es ist so, selbst wenn ich auf der Bremse jetzt mittlerweile wieder einen Ticken langsam das Vertrauen bekommen habe, es reicht nicht, es hilft mir nicht. Selbst auf diesem kurzen Vollgasstück hier, nein. Und ich setze mich jetzt ganz innen rein, irgendwie mit der Brechstange rein, komm, aber nein, ich werde sogar von der Strecke gedrängt. Von der Strecke werde ich gedrängt. Also, ist auch wirklich sehr, sehr hart von der Vivian da gefahren. Ja, ist in Ordnung, aber ist sehr. Die Dame kann hart fahren, die kann hart verteidigen. Die platziert ihr Auto genau so, dass ich keine Chance habe an den Stellen, wo ich eigentlich schneller bin. Ja, macht sie gut, die fährt so. Oh, da lag ein Riesenteil auf der Strecke. Irgendein Riesenteil wurde gerade von einem anderen Auto verloren. Aber ja, die Vivian, die fährt schon auf der absoluten Kampflinie, damit ich keine Chance habe. Gelbe Flagge jetzt hier.
wahrscheinlich wegen dem langsamen Auto vor uns, also nicht der hier, das ist ein GT3, der uns jetzt hier gerade überholt oder überrundet, ich weiß es gar nicht, ob der aus der Boxlinie kam mit Strafe oder ob das schon der Führende ist, der uns hier überholt. Wir haben auf jeden Fall auch den Anschluss total nach vorne verloren, also kein GT4 mehr in Reichweite durch diese Duelle. Und jetzt wegen dieser gelben Flagge dürfen wir gerade noch nicht überholen. Rechts, das ist der KTM, der hat wohl das große Teil verloren, deswegen war der langsam unterwegs und jetzt wieder freie Fahrt. Noch ein GT3 ging dann vorbei an uns und da wieder das Teil. Also das war echt eigentlich gefährlich, dass es da liegt. Das wäre eigentlich so langsam an der Zeit irgendwie für ein Safety Car, würde ich behaupten. Noch ging es aber volle Kanne weiter. Unter Rennspeed, also die gelben Flaggen hier auch wieder weg und wir können so fahren, wie wir wollen. Erster Sektor, ich habe ein bisschen wieder den Abstand gehabt durch die lange Gerade und zack, wir sind wieder dran. Wir sind, also es war, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie frustrierend das im Auto war. In meinen 6 Jahren Motorsport habe ich nichts Frustrierendes erlebt als dieses Rennen hier gerade. Und ich versuche wirklich alles, um irgendwie hier ranzukommen. Jetzt vielleicht, komm nochmal, versuchen wir es. Gehen wir ganz außen rum. Ja, wir noch mal eine ganz andere Linie. Ich habe alles versucht und jetzt innen reinziehen. Ja, das sieht eine andere schöne Linie aus. Früh am Gas, ja. Aber es ist leicht überschneiden, aber es ist in Ordnung. Also, aber es bringt nichts. Egal, gefühlt, was ich mache. Komm, ja. Aber ich kann ja nichts machen. Jetzt hier auf der Geraden habe ich wieder nicht genug Power. Es ist unglaublich. Weißt du, hätten wir ein Auto, was mega stark in Kurven ist und auf der Geraden halt super schwach. Okay, aber das ist unser Auto nicht. Der Supra ist nicht so ein Auto. Das wäre zum Beispiel der KTM Crossbow GT4, der wäre so ein Auto. Bei unserem Auto macht das keinen Sinn, dass es sich so alles hier verhält, wie es sich verhält. Also, ich weiß, auch wenn ich mir jetzt hier im Schnitt das ganze Video angucke, ich weiß immer noch nicht, was da los ist, ja. Also, ich habe ja auch viele verschiedene Linien gewählt. Und jedes Mal fährt er mir einfach sowas von weg. Einfach so. Und Teil liegt immer noch da. Egal, fahren wir halt außen rum. Hälfte des Rennens, umseht ihr die Zeit, Hälfte des Rennens ist schon vorbei zu diesem Zeitpunkt. Der Anschluss nach vorne ist ganz weg. Also jetzt hier kommt nochmal, GT3, der auch noch langsamer ist dann in der ersten Kurve. Das war ein bisschen gefährlich, bin ich auch fast hinten reingefahren, weil der mich halt so überholt hat und dann selbst kurz langsam war. Und oi, bisschen übersteuern. Oh, warum habe ich da auf einmal übersteuern gehabt? Ich war nicht eins mit dem Auto. Ich war in diesem Rennen, das war mit eins meiner schwächsten Rennen auf jeden Fall, die ich je gefahren bin, so von meinem eigenen Eindruck und auch das frustrierendste. Und ich wusste nicht, warum, und Safety Car. Safety Car. Jetzt kommt das Safety Car wegen dem Teil, was da liegt, ja. Hier sind wir jetzt eingesammelt worden, aber das falsche Auto wurde eingesammelt, nämlich der GT3 hier und danach dann wir beide. Der war aber nicht der Führende. Das heißt, wir wurden dann alle irgendwann wieder vorbeigewunken. Das Ganze hat ewig gedauert, bis wir dann wieder hinten dran waren und wirklich der Führende vorne eingesammelt worden war. Dadurch waren wir jetzt hier mitten im Getümmel, also auch andere GT4s haben dann auf uns aufgeschlossen und wir waren praktisch dann fast eine Runde hinter allen. Also mittendrin zwischen allen. Das ist jetzt der Restart, also wieder Vollgas. Ich habe keine Chance. Ich fahre wieder einfach, also fährt einfach weg. GT3 geht vorbei. Also auch eine Überrundung. Ja, es ist jetzt schon fast Ende des Rennens. Also wir haben nur noch, glaube ich, diese letzte Runde. Haben wir hier da vorne der orangene GT4 BMW, ja. Den hätte ich eigentlich gerne noch irgendwie versucht zu bekommen. Der war natürlich durch das Safety Car jetzt wieder hier dran für uns. Wieder in Reichweite. Aber oh, jetzt hier. Ich auch im Cockpit so. Oh, ich habe nicht, ich weiß nicht. Ich habe nicht den Grip gehabt, den ich haben wollte. Es hat sich alles nicht gut angefühlt. So, und jetzt sind die Führenden hier vom erster, zweiter, dritter GT4 sind auch noch vorbei. Durch das Safety Car waren sie halt direkt hinter uns. Hier habe ich dann auch noch hier in ihrer letzten Runde, die haben hier noch ums Podium gefightet. Da habe ich dann hier nochmal easy vorbeigelassen. Die haben wirklich hier bis zum Ende gefightet ums Podium. Das hätte ich auch gerne gemacht. Ja, mit diesen Leuten habe ich gefightet am Hockenheimring in unserem GT60 Rennen. Und jetzt bin ich, ja, nur durch Safety Car natürlich, aber trotzdem halt eine Runde dahinter. Es war, so unglaublich frustrierend. Rechts vorne ist der Audi. Ich habe ihn also bis zum Ende nicht bekommen, die Vivian Schellhorn. Viel Action, aber ey, so frustrierend. Und dann musste ich im Auto auch erstmal Emotionen rauslassen. Konzern, das war einfach nicht mein Rennen heute. Schlimmste Rennen, was ihr hatte. Silence.
Fans. Ach ja, so langsam geht es ja wieder ein bisschen besser. Ich war schon enttäuscht, muss ich sagen, aber zumindest die Fans haben gerade gesagt, dass es ein geiles Duell zwischen uns beiden war. Ja, gegen Vivian habe ich nämlich die ganze Zeit hier gefightet. Wie war es für dich? Ja, war richtig cool. Also war echt auch richtig knapp manchmal, aber es macht es gerade eben spannend. Ja, ja. Also auch wenn wir weiter hinten jetzt gefahren sind, weißt du, wir hatten zumindest gute Renn-Action hier auf dem Lausitzring und das immerhin. Also danke dir für den guten Fight. Danke dir. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt fühlen soll, aber eigentlich mehr oder weniger einen Tag zum Abhaken. Aber das hier, boah, das hebt die Stimmung dann wieder. Vielen lieben Dank, Herr Grillmeister. Ja, gerne. Gerne. Musst du weinen? Verpiff dich jetzt mit der Kamera. Ja, abhaken, Leute. Ja, nächstes Rennwochenende wird wieder besser. Zumindest hatten wir ein bisschen Action. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß und Spannung beim Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.